Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen, an euren Empfangsgeräten. Ich habe heute etwas ganz Besonderes nur für euch vorbereitet. Wie ihr alle wisst, haben wir Oktober und Oktober bedeutet Horror, Grusel, Schrecken. Denn schließlich ist Oktober der Monat von Halloween. Der Monat, in dem unsere Welt, der jenseitigen Welt, einen kleinen Ticken näher kommt als sonst. Und um das zu zelebrieren, habe ich eventuell etwas in Anlehnung an die Adventssonntage im Dezember mir gedacht. Man könnte ja auch etwas Besonderes an den 4 Sonntagen vor Halloween machen. Und deswegen gibt es heute für euch keine SCP-Geschichte, keine Tankstellengeschichte, auch keine Geschichte von H.P. Lovecraft. Nein, ich dachte mir, wir gehen etwas zurück zu den Wurzeln unseres Genres, der Creepypasta, und schauen uns ein paar der bekannteren, der größeren, der ikonischeren Creepypastas aus der Vergangenheit an. Und ich werde euch jetzt jeden Sonntag eine von diesen näher bringen. Da wären wir dann auch direkt beim heutigen Thema. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fand Puppen, die allzu menschliche Züge hatten, immer schon ein kleines bisschen beunruhigend. Und warum man sich vor menschlichen Puppen eventuell in Acht nehmen sollte, sagt uns die nächste Geschichte. Robert, die Puppe. Im späten 19. Jahrhundert zogen Thomas Otto und seine Familie in ein Herrenhaus im Key West, Florida, welches heute als das Artist House bekannt ist. Es liegt an der Ecke Eaton und Symington Street. Die Ottos waren bekannt dafür, streng zu ihren Bediensteten zu sein und sie manchmal sogar zu misshandeln. Für diese Geschichte ist die Misshandlung eines speziellen haitianischen Dienstmädchens von besonderer Bedeutung. Die Frau wurde angestellt, um sich um den Sohn der Familie, Robert, zu kümmern. Eines Tages behauptete Mrs. Otto, sie habe gesehen, wie das Dienstmädchen draußen im Garten schwarze Magie praktiziert habe, weswegen sie natürlich sofort von ihr gefeuert wurde. Bevor das Dienstmädchen ging, gab sie Robert eine lebensechte Puppe, die 1 Meter groß war, Knöpfe für Augen hatte, echte Haare besaß, die vermutlich von Robert selbst stammten, und mit Stroh gefüllt war. Puppen, die Kinder ähnelten, waren in dieser Zeit nicht unbekannt, aber diese erwies sich als besonders. Robert benannte die Puppe nach sich selbst und zog ihr oft seine Kleidung an. Robert, die Puppe, wurde zu seinem treuen Begleiter. Er nahm sie mit auf Einkaufstouren in die Stadt. Die Puppe hatte sogar einen Platz am Esstisch, an dem Robert ihr manchmal kleine Happen zuschob, wenn die Eltern gerade nicht hinschauten. Robert lag sogar jede Nacht mit dem Jungen im Bett und bald darauf nahm diese unschuldige Beziehung einen seltsamen Charakter an. Nachdem Robert von seiner Mutter ausgeschimpft worden war, bestand der Junge darauf, mit seinem zweiten Vornamen, Jean, angesprochen zu werden. Robert war schließlich der Name der Puppe, nicht seiner. Man konnte Jean häufig in seinem Spielzimmer hören, wie er sich mit Robert unterhielt. Jean sprach auf eine kindliche Art und Weise und die Antworten von Robert kamen mit einer wesentlich tieferen Stimme. Manchmal war Jean sehr aufgeregt und beunruhigte mit seinem Verhalten die Diener und seine Mutter. Ab und zu stürmte sie in das Zimmer, um ihren Sohn in der Ecke kauern zu sehen, während Robert auf einem Stuhl oder auf dem Bett saß und ihn anstarrte. Das war nur der Anfang. Gegenstände wurden durch den Raum geworfen, Jeans Spielzeug wurde kaputt gemacht und Kichern war zu hören. Wann immer diese ungewöhnlichen Vorkommnisse vorkamen, sagte Jean stets, Robert war es. Der Junge nahm die Strafe an, bestand aber immer darauf, dass die Schuld bei Robert lag. Als das Unheil wuchs, kündigten schließlich mehr Diener, als neue angestellt werden konnten. Verwandte der Ottos hielten es für an der Zeit, etwas zu unternehmen. Auf Empfehlung einer Großtante nahmen Jeans Eltern Robert aus seiner Obhut und verstauten ihn in einer Kiste auf dem Dachboden. Dort blieb er für viele Jahre. Nach dem Tod seines Vaters erbte Jean das Elternhaus. Er beschloss mit seiner Frau in der viktorianischen Villa zu leben. Jean war inzwischen Künstler geworden und fand, dass das Haus geräumig genug war, um ihm einen Platz zum Malen zu bieten. Eines Tages war er auf dem Dachboden und fand sein altes Spielzeug. Trotz des Missfallens seiner Frau wurde die Puppe wieder Teil seines Lebens. Jean würde die Puppe mitnehmen, wohin er auch ging. Sie saß sogar in seinem Lieblingsstuhl, während Jean und seine Frau in der Nähe schliefen.
Das Turmzimmer wurde Roberts Domäne, nachdem die junge Mrs. Otto ihn zunächst wieder auf den Dachboden verfrachtet hatte. Ihre Ehe mit Jean wurde langsam verbittert, bis Mrs. Otto angeblich der Wahnsinn ergriff und sie aus unbekannten Gründen starb. Jean würde ihr bald darauf folgen. Gerüchten zufolge soll Robert Menschen angegriffen und manchmal auf dem Dachboden eingesperrt haben. Leute, die zu Besuch da waren, behaupteten, böses Gelächter aus dem Turmzimmer zu hören. Robert blieb einige Zeit allein im leeren Haus, bis eine neue Familie die Villa kaufte und restaurierte. Die Puppe wurde wieder auf den Dachboden gebracht. Das gefiel ihr genauso gut wie beim letzten Mal. Im Anschluss wurde die Puppe häufig im ganzen Haus gefunden. In einer bestimmten Nacht wurde Robert am Fuß des Bettes der neuen Besitzer entdeckt, kichernd mit einem Küchenmesser in der Hand. Das war dann auch genug, um sie aus dem Haus zu vertreiben. Robert wurde später in das East Martello Museum in Key West gebracht, wo er nun in einem Glaskasten sitzt. Trotz seines neuen Zuhauses soll die Puppe seine bedrohlichen Akte nicht aufgegeben haben. Besucher und Mitarbeiter behaupten, sie hätten gesehen, wie sich die Puppe bewegt. Man munkelt, dass sich sein Lächeln hin und wieder zu einer finsteren Grimasse verzieht. Ein Mitarbeiter des Museums behauptete, er habe einmal Robert abgestaubt, die Lichter ausgemacht und wäre dann heimgegangen. Am nächsten Tag jedoch waren die Lichter an und Robert saß in einer anderen Position da. Sogar frischer Staub sei auf seinen Schuhen gewesen. Einige sagen, dass er dich sogar verfluchen kann. Wenn man ein Foto von ihm machen will, muss man höflich fragen. Er wird seinen Kopf nach Belieben neigen. Wenn er es jedoch nicht tut und du das Bild trotzdem machst, wird dir und allen, die dich zum Museum begleitet haben, ein Fluch auferlegt. Das gleiche wird passieren, wenn du dich über ihn lustig machst. Bis heute ist Robert im East Martello Museum in seinem Matrosenanzug mit einem kleinen Stofflöwen in der Hand bereit, seine Untaten fortzusetzen. So, das war doch interessant, würde ich sagen, oder? Besten Falle die Puppe nicht verärgern. Und ihr bleibt mir hoffentlich gewogen bis nächsten Sonntag. Wenn euch das hier gefallen hat, dann zeigt das doch unterhalb des Videos an. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter, als mich zu verabschieden und zu sagen, passt auf euch auf.